Hallo Freunde der scharfen Klinge. Heute geht es nicht um das Thema Schleifen und Messer. Das wird wieder beim nächsten Vlog angehen. Mit dem Thema scharf. Ich habe erfahrungsmäßig habe ich da schon einiges erlebt zwischen scharf und scharf. Was für mich heißt, ein Messer ist scharf, möchte ich euch zeigen. Ja, vielleicht sind wir auf derselben Wellenschlifflänge. Na, blöder Schmäh. Auf jeden Fall bin ich neugierig, was ihr für Erfahrungen gesammelt habt und was euer Feedback ist dazu. So, nichtsdestotrotz, ich möchte heute angehen das Thema Film. Und zwar ganz speziell den Film Vampire Vienna. Über andere reden wir heute eh nicht. Vampire Vienna wurde ins Leben gerufen vom Herrn Mike Lomas, der diesen Film, das Drehbuch geschrieben hat, vor der Kamera stand, die Musik geschrieben hat, beziehungsweise auch gesungen hat. Man kann sagen, er ist ein kleines Multitalent für den Film. Dass der Film zu dem geworden ist, wie man heute sehen kann, fehlen noch zwei Charaktere dazu. Dass wirklich der Film perfekt, kompakt und wow ist. Und zwar gehören dazu noch Martin Flint, der Kameramann ist und auch Drehbuchautor, und auch Herrn Dominik Markus Singer, Schauspieler, meines Erachtens so wenig gewürdigt. Deswegen sage ich auch immer so lieb, der beste Jungdarsteller Österreichs, der diesen Film wirklich vollkommen und zu einem Ganzen macht. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Beziehungsweise wir, meine Frau und ich. Nachdem der Herr Martin noch zwei Schauspieler gesucht hat für den Film, ist er zu uns gekommen und hat es einmal leise angefragt. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir gesagt, naja, keine Frage, wir machen mit. Aber da muss man schon sagen, das erste Mal vor der Kamera mit Takes, nicht so Stehgreif wie hier, wo es dann geheißen hat, Cut, alles auf Anfang und nochmal. Das war eine große Erfahrung. Ich möchte auch nicht missen, es war eine große Chance auch, keine Frage. Es hat mir sehr imponiert, es hat mir sehr gefallen. Und das Team, also ich würde mich freuen auf den nächsten Kinofilm von euch. Ja, ich möchte nicht so viel verraten über den Film. Es gibt sehr viele Trailer im Internet, was ich gesehen habe. Und wenn ich jetzt noch, schaut euch die Trailer an, dann wisst ihr, um was geht. Ich möchte nicht so viel spoilern. Ich möchte nur sagen noch, dass dieser Film in Deutschland prämiert worden ist, nominiert worden ist und einige Preise eingehamstert hat, auch in der Kategorie Low Budget. Also echt ein Wahnsinn. Nichtsdestotrotz, ich habe noch ein kleines, wie sagt man, Videofile vom Herrn Mike Lomas. Dem möchte ich auch noch was sagen lassen zu dem Film und dann möchte ich noch meine paar letzten Sätze sagen. Also, bis später. Danke, Konrad, und hallo miteinander. Ja, was gibt's über Vampire Vienna zu erzählen? Seinen Ursprung hat das Ganze genommen, wie ich daheim gesessen bin und mich übers Fernsehprogramm geärgert habe. All die ganzen heilen Weltserien, der Dorfdoktor, der Bergfahrer, haben mir gedacht, bevor ich mir das gibt, drei doch lieber selber einen Film. Ja, und so hat das Unheil seinen Lauf genommen. Ich muss dazu sagen, ich habe keinerlei Ausbildung, keinerlei Erfahrung mit Film. Und wollte eigentlich nur irgend so ein Ding mit ein paar Kumpeln für YouTube machen. Naja, nichtsdestotrotz, auch wenn man nur mit ein paar Kumpel was für YouTube machen will, man braucht Schauspieler dazu. Hab mir also auf die Suche gemacht und es hat sich relativ rasch und relativ deutlich der Dominik Markus Singer als die Traumbesetzung für einen Vampir herausgestellt. Der hat sich das Skript durchgelesen und hat gemeint, hey Mann, na, die Dialoge sind leiwand, komm, schau, dass du das so gut wie möglich machst. Dass man das einem Kino zeigen kann, dass man wirklich einen Film draus machen kann, dass es Publikum gibt. Es wäre schade drum, wenn das auf YouTube versauert. Ja, er hat mir dann einen Kameramann gebracht, den Martin Flint, hat gesagt, hey, der Typ wird dir gefallen, der ist leiwand. Und er hat mir gefallen und er ist leiwand. Schauspieler waren bald gefunden, weil Schauspieler ist auch nicht gerade ein Beruf, wo du mit Angeboten oder Geld überhäuft wirst. Wir haben sehr viel improvisiert. Wir haben ein bisschen was geplant und das Ganze ist mit fantastischen, unglaublich netten Leuten ein Traum gewesen zu produzieren. Der Martin Flint hat dann auch irgendwann einmal gesagt, hey, ihr habt einen Kumpel,
Der ist total leibend, hat einen leibenden Umhang, einen leibenden Mantel. Der wird da taugen, der sollte da unbedingt mitspielen. Und auf die Art ist der Konrad also dazu gestoßen. Und auch Konrad, ein wunderbar netter Mensch und hat einen fantastischen Laden, eine tolle Werkstatt. Wirklich Mr. McGuire's kleiner Zauberladen oder so ähnlich. In die Richtung geht es. Er wird euch sicher mehr darüber erzählen. Tja, was gibt es final zu sagen? Wer auf leicht durchgeknallte Komödien steht und Sachen nicht allzu ernst nimmt, der möge sich doch Vampire Vienna irgendwann einmal anschauen, wenn es es auf DVD gibt oder es irgendwie online rauskommt. Und es ist noch nicht abzusehen, wann das sein wird, weil ihr wisst, momentan, es steht alles still, man kann nichts vorhersagen. Wer Rosamund Pilcher-Verfilmungen mag und es gibt nichts dagegen zu sagen, Rosamund Pilcher-Verfilmungen zu mögen, aber wer das tut, der sollte sich Vampire Vienna vielleicht lieber nicht anschauen. Anyway, schaut es euch an, wenn ihr mögt, und schaut auf jeden Fall beim Konrad in seinem wunderbaren Laden vorbei, wenn ihr was von ihm brauchen könnt. Danke, ciao. Danke, Mike. Es hat mich sehr gefreut, deine Worte zu hören. Es hat mich sehr ergriffen und danke auch für die Werbung. Nichtsdestotrotz, die letzten Worte, die ich noch sagen möchte zu dem Film, ist, dass es eine DVD-Ausgabe gibt, limitiert auf 150 Stück, die schon langsam, glaube ich, auf den Markt kommen werden. Ich weiß jetzt noch nicht ganz wann, aber es wird nicht mehr lange dauern. Ja, ich bin schon neugierig. Nichtsdestotrotz möchte ich euch wünschen, lebet in Frieden und in Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.